Jetzt mach deine Bogal, komm. Mach deine Bogal. Sehr vorne, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da vorne, sehr schön. Reicht nicht ganz zur Laufbestzeit, aber sehr schön vorne da. Slalom mit mir. Ähnlich wie die Burschen am ganz langen Hang. Ja, was hast du gesagt? Ich habe nichts gehört. Ich sage, ähnlich wie die Burschen am ganz langen Hang. Ja. Bist du jetzt Slalom gefahren ja. mit mir. Ein Schlusswort oder ein Resümee von deiner Seite zum Slalom. Ja, kurz Rennen würde ich sagen, natürlich auch Klassik wie immer, da am ganzen Hang, die Leute sind gewaltig gefahren, auch natürlich Marcel wieder im zweiten, vor allem sehr stark und der Franzose war natürlich fast nicht zum Schlagen heute. Apropos fahren, lieber Benjamin, warum hast du darauf bestanden, dass du am Steuer bist und nicht ich? Finde ich ein bisschen gemein. Ja, ich ganz Vertrauen habe nicht in deine Fahrkünste, ganz ehrlich, und ich gebe überhaupt ganz gern das Steuer ab. Ich befürchte, das war bei der Paarung Hermann Mayer-Rainer Pariasek ähnlich. Sag mal, jetzt warte ich da schon eine Zeit, kommt der überhaupt? Halt! Sakra! Sehr schwungvoll! Wie in der Stadt ist Handbremsen. Ja, grüß dich, Hermann. Hallo, grüß dich. Ja, länger nicht gesehen. Sehr sportlich ja. unterwegs. Wie geht's? Geht schon. Ja, ja danke. Was treibst du alle? Warten auf die. Da. In der Köthen, oder? Ja, sozusagen. Na, aber so wird er wahrscheinlich auch nicht fahren, oder? Nein. Aus ein paar Projekte. Genau, so ist es. Deine Hotels? Hotels, genau, und dann mehr oder weniger im EORF mit Universum. Genau, ja, ja, meine Heimat. Genau, meine Heimat, jetzt ist dann... Du drehst eh schon wieder irgendwo, gell? Genau, das nächste in Niederösterreich, die Sonnenberge. Sehr schön. Ja, sehr schön, muss ich sagen. Wunderbar. Ja, mein Bundesland, Niederösterreich. Ja. Ja, ja. Na, ist schön. Jetzt dann Winteraufnahmen in Annaberg, da in Mariazeller Gegend. Also, was das anbelangt, der immer auch im Wintereinsatz. Sonst, da sieht man die nicht sehr oft irgendwo. Ist so, heute ist mehr nach dem Motto, willst du gelten, mach dich selten. Nein, das überhaupt nicht. Das kenne ich nicht, das Motto. es gibt ja immer wieder den einen oder anderen Werbespot, also von dem her nach wie vor noch halbwegs präsent. Ja. Machst du viel Sport, wie man sieht, oder? Das geht, so genau, ja. 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 Schon eigentlich. Ja. Du hast viel Touren, Skifahren. Genau, also Skitouren gehen, dann Telemark-Skifahren, Langlaufen. Also alles, was man jetzt macht. Mhm. Mhm. Und mit den Kindern auch schon? Sind die auch schon fest unterwegs am Schnee? Jeder ist unterwegs. Wenn man jetzt nicht unterwegs ist, dann ist es zu spät. Also jetzt ist es ja perfekt. Was ist? Da mal ein bisschen driften? Fahren wir ein bisschen? Probieren wir es. Ja? Okay, dann zeige ich die Jacken aus, oder? Okay. Also du musst das wissen, oder? Aber ich würde mich gerade fragen, wer fährt? Ist ja Heizung drin. Ja. Wer fährt? Wer übernehmen, oder? Okay. Was ich so gesehen habe. Aber kannst du nicht. Kann ich mich ich weiß nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Das glaube ich dazu nicht. Ja. Aber ich setze mich daneben hin. Probieren wir. So, jetzt schauen wir mal. Das muss wieder. Warte, du musst nochmal die Dings. Also, das meine Ding war das jetzt, die Willkommensmusik. Okay. Bist du eigentlich nach wie vor so ein Speed-Junkie? Nach wie vor nicht unbedingt. Also, wie es sich irgendwie ergibt, aber jetzt geplant eigentlich überhaupt nicht. Also, irgendwie so ein Hobby verfolgen, was mit Speed zu tun hat. Eher im Gegenteil, eigentlich eher die Ruhe. Echt, oder? Ja. Weil viele Skifahrer sind früher, sind dann auch irgendwie so ein Rallye gefahren oder irgendwelche Autorennen gefahren, das war für die nie ein Thema. Nein, ich bin am Südpol gegangen. Ja, genau. Also, das ist Gegenteil. Ein bisschen was anderes. Ja, bisschen was anderes. Ja, dann würde ich sagen, du stellst dir jetzt ein bisschen die Sitze ein und so alles. Ja, damit nichts passiert. Und wir schauen uns mal an die Geschichte, die doch ein bisschen wechselseitige Geschichte von Hermann Mayer und Kitzbühel. Hermann Mayer kam, sah und siegte. Naja, vielleicht nicht ganz. Er kam 1999 das erste Mal nach Kitzbühel, sah die Streif und stürzte. Die
Premierenfahrt auf der härtesten Abfahrt der Welt ist alles andere als angenehm. Der Ärger über den vergebenen Spitzenplatz ist groß. Sie waren dann relativ base, gell? Sie haben da ein bisschen mit Stocking gehabt. Ja, sicher war ich base, weil ich war, glaube ich, nicht schlecht unterwegs. Und bei den 100. Duell kommen wir auf dem dritten Platz auch noch vier. Ein Jahr später geht es nach vorne. Hermann Mayer hat die Streife im Griff und bezwingt sie im Super-G als Schnellster. Auch in der klassischen Kombination macht Mayer im Jahr 2000 eine gute Figur und steht als Dritter am Stockau. 2001 legt er noch eins drauf und holt sich in Kitzbühel das Speed-Double. Hermann Mayer wiederholt seinen Super-G-Erfolg und erfüllt auch in der Abfahrt die hohen Erwartungen. Der beste Skifahrer der Welt gewinnt die schwierigste Abfahrt der Welt. Der Rummel um seine Person ist riesengroß. Je spektakulärer und je schwieriger, das liegt mir einfach. Den Tränen nahe ist Mayer im Jahr 2003. Nach seinem schweren Motorradunfall grenzt es an ein Wunder, dass Hermann Mayer nach 1,5 Jahren auf die Weltcupbühne zurückkehrt. 14 Tage nach seinem Comeback überrascht er die gesamte Sportwelt und sich selbst. Er triumphiert im Super-G von Kitzbühel. Der Herminator ist zurück. Ich war natürlich gerührt und das ist so eine Schirre wie nach dem Unfall, so eine meiner schönsten Erfolge. War nicht der schönste. Mayer ist wieder der Alte und gewinnt noch zweimal den Super-G in der Gamsstadt. Das letzte Mal 2006. Ich bin fast ein bisschen gerührt schon wieder. Es ist einfach was Besonderes darunter. Und, es war sicherlich nicht leicht, aber ich habe einen sehr, sehr schnellen Ski gehabt. Und das habe ich gemerkt und im Ziel, so war es noch nie, ich bin so weit gesprungen, ich habe sogar ein Jauchzer in der Luft gelassen und dachte, jetzt noch mal ins Ziel kämpfen. Und es war ein wunderschönes Gefühl, wo man dann die Leute jubeln sieht, weil die Zeit habe ich gar nicht gesehen. Mit 35 Jahren gelingt ihm in Kitzbühel noch einmal der Sprung auf das Podest. 2008 muss er sich um das 1600stel dem Liechtensteiner Marco Büchel geschlagen geben. Hermann Mayer gewinnt 5 Super-Gs und eine Abfahrt auf der Streif und ist damit einer der erfolgreichsten Skifahrer in der Gamsstadt. Passt auch gut. Also da die große Baumaschine. Eins, zwei, drei, durch und dann fährst du rechts am Transportweg und kommst dazu. Okay, ich fahre am Stehenden vorbei. Aber Sepp, er war kein Slalomläufer, gell? Ja, der Grund ist ja schon genau. Dass das da durchfährst, tun alle Hilfe. Das sind alle Kippstangen, also die laden wieder alle so aufstellen, gell? Das hält uns ja auf. Und dann, wenn es soweit ist, nur die Hände an den Körper, dass der Airbag nicht alles kaputt macht. Von mir probieren es einmal, gell? Ich glaube, es liegt da nicht. Weil ich jetzt gerade ein bisschen einen Schmäh gemacht habe wegen Slalom fahren. Was wahrscheinlich wenige wissen, hast du sogar mal die Kombination von Kitzbühel da gewonnen. Sprich, du bist in Ganzanhang gefahren. Ja, ich bin in Ganzanhang des Öfteren gefahren. Ich glaube, ich bin 2-3 Mal gefahren. Aber mein erster Kombinationssieg war meine erste Teilnahme bei der Kombination. Ich war damals in Wengen. Mhm. Und ich bin nie Slalom gefahren und bin dann eigentlich gleich im Slalom, Spezialslalom, auch Zehnter geworden. Also, und wow. Bin da unten, habe ich in zweite Zeit gefahren. Da denke ich, eigentlich sollte ich Slalom fahren. War in Wahrheit eigentlich meine bessere Disziplin gewesen. Na gut, mit dem fängt dann jeder an. Ich als kleiner Bub fängt dann mal mit Slalom und Riesenslalom an. Ja, aber bei mir war es dann eher so, dass ich weg war und lang draußen ja. Vom Kader war es ein bisschen was anderes. Aber ich bin halt dann, hat sich angeboten. Die Abfahrt ist natürlich oh, die Königsdisziplin und der Mut. Und das haben wir irgendwie gebraucht. Und sonst hätte man sich nicht mehr heimgetraut. Einmal leicht eingefädelt. Ganz leicht, ja. Aber fürs erste Mal. Ja, geht gut. Dann gehen wir es, fahren wir noch einmal. Fahren wir noch einmal? Ja, sicher. Okay. Na, aber du hast wirklich super Bilanz in Kitzbühel.
Aber dabei hat es ja irgendwie, wie soll ich sagen, nicht so ganz rund begonnen, glaube ich. Ja, es hat nicht ganz rund begonnen. 98er hast du abgesagt, also es wäre dein erster Kitzbühel-Start gewesen. Ja. Da warst du ein bisschen leicht angeschlagen, glaube ich, gell? Ja, da war ich leicht angeschlagen, da war meine das war überhaupt meine erste richtige Weltcup-Saison. Genau, die volle. Und erste, ne? Die volle, ja, und da waren die Schienbeine, die haben schon, die Schienbeine haben ziemlich darunter gelitten. Und es waren ja dann die Olympischen Spiele. Und da haben wir überlegt, was macht man jetzt, was lässt man aus? Ja, und da ist genau Kitzbühel reingefallen. Andererseits Vorteil, andererseits natürlich Nachteil. Es war am Anfang schon ein relativ großer Skandal. Ja, genau. Das war mir vor allem, ich glaube, du hast dann auch gesagt, du verstehst die Aufregung nicht, das ist ja Rennen wie jedes andere. Ja, eben, ja, für mich war es natürlich auch so. Und im Endeffekt war der Tag dann nicht viel anstrengender, als wenn ich das ganze Rennen gefahren war. Mit den Pressekonferenzen. Ja, mit den ganzen Pressekonferenzen. Ein Tag ist Zugang und unter Umständen. Ja, es war wahrscheinlich besser, weil sonst war der Nagel noch Sturz, wo ich ein bisschen vorzogen worden. Also mit der Form, was ich da damals gehabt habe, war ich schon ein bisschen übermütig. Und da oben natürlich. Du hast vorher neun Siege gehabt. Du bist mit 9 Saisonsiegen warst quasi ein Kitzbühel am Start gewesen. Du hast ja vorher alles gewonnen gehabt. Ja, also von dem her ist. Ja, man weiß, Kitzbühel hat seine Eigenheiten und Kitzbühel vor allem ist was du Erfahrung brauchst. Und das ist für mich eigentlich die einzige Abfahrt, wo du jetzt nicht aus dem Steg greifst, du sagst so. Und da hast du Siegeschancen. Die anderen Weltcup-Kalender gehen, sag ich mal, vom Stegreif aus. Und also, wenn du wirklich gut in Form bist. Aber also, im Kitzbühel brauchst du Erfahrung. Doch nicht so rennen wie jedes andere. Schlussendlich. Ja, da bin ich nachher drauf gekommen, man braucht Erfahrung, weil wenn ich dann gefahren bin, in Sprintabfahrt, bin ich gleich rausgeflogen. Genau. Ein Jahr später, 99 Sprintabfahrt, ja. Da bist du, glaube ich, gestürzt habe in Anzug. Ja, da, diese unter der Hausbergkante, das war natürlich unmöglich, wenn ich da reingefahren bin. Das war wie ein riesentoller Schwung. Also das war ein Wunder, dass da nicht mehr gewesen ist. Aber natürlich viel zu viel Risiko genommen eigentlich. Aber ich war ja, glaube ich, im ersten unter die, weiß nicht, ich war 7., 10. oder 12. natürlich enttäuschend für mich. Und jetzt habe ich alles auf ein Karten gesetzt. Und oben ist ja alles so flach raus und dann habe ich dann jetzt unten runter. Aber ja, so ist die Kurven unfahrbar natürlich. Also von dem her ist es gut ausgegangen. Dann ein Jahr später, 2000, hast du den Super-G gewonnen. 2001 dann überhaupt das Double, also Super-G und Abfahrt. Es war dein einziger Abfahrtsieg auf der Streif. Ist es jetzt, wo du sagst, da noch in einer hätte ich schon gern vielleicht noch ein zweites Mal gewonnen? Ja, es war diese Fahrt jetzt nicht ganz optimal. Oben aber war es sehr gut. War eine gute Erinnerung, aber jetzt der Hausberg habe ich wieder weniger Risiko genommen, weil man denkt, da war es wahnsinnig viel, dass es, ich gewiss die Fahrt war recht gut, es sollte eigentlich passen, ich möchte jetzt da ins Ziel kommen, aber das war oben sehr gut, unten nicht perfekt, ja und dann ist mein Motorradunfall dazwischen gekommen und ja, dann hat es mich eigentlich von meiner besten Zeit herausgerissen, ja, eigentlich, mehr oder weniger. Ja. Und so viel Starts hast du gar nicht gehabt in Kitzbühel. Nein, es waren ganz wenig Starts. Es waren eigentlich wahnsinnig wenig Starts. Und ich muss wirklich sagen, mir ist eigentlich fast ein bisschen die Erfahrung abgegangen. Also ich sage, ich möchte die ganze Strecken so fahren, wie man es sich vorstellt. 2014 auch nicht geklappt, habe ich gleich oben einen Fehler gehabt. Und so zieht sich dann so ein bisschen dahin. Und dann war es eigentlich genau so, während also Ende meiner Karriere hin, waren die Fahrten eigentlich recht gut, aber nie so. Ich habe das Potenzial nicht mehr gehabt wie vorher, vor meinem Unfall. Und dann hat es irgendwie nicht mehr so perfekt gepasst. Das war immer noch gut. Aber so richtig der Letzte, das ist der Abgang. Darum sage ich, da ist Erfahrung recht wichtig, weil es bei gewissen Passagen ein bisschen taktisch fahren musst, damit du den Schwung da mitnimmst. Und da rede ich eben von oben rein, dieses U-Hackerl und so weiter. Und diese Ausfahrt, die kann man jetzt nicht so wie ein Super-G fahren, dass du alles. Dass du hinfährst und alles auf Zug, sondern da brauchst du ganz ein bisschen eine Taktik. Dann fahren wir noch ein bisschen. Vielleicht fahren wir mal die Schleife, oder? Dass wir nicht nur den Slalom fahren. Das ist ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr aufs Gas steigen können, oder? Noch mehr! Bringen wir mal früher hin. Jetzt steigen wir mal aufs Gas. Oh, ja. Ja, bist du da? Ich hab keine Luft mehr. Hab ich dir. Du, war das eigentlich bei dir auch so, dann, weil viele sagen, das erste Mal am Start, dass wirklich so ein Gefühl von Angst gehabt haben, wenn sie da runtergeschaut haben, Mausefalle und so weiter. War das bei dir eigentlich auch so? Ich sage mal, es war sicherlich Respekt. Weil die ganzen Geschichten, der Mythos,
man hört Verletzungen und so weiter natürlich. Und dann beim ersten Mal ist man eigentlich erleichtert. Und das ist, dann wird es wahrscheinlich meistens ein bisschen gefährlich. Weil okay, ist nicht mehr so ganz diese... Ja, dann machen wir mal, macht ein bisschen mehr und dann kann es nicht auch sein, diese Fehler passieren. Mhm. Ja, das wird ja eh, oder? Ja. Zack, haben wir ihn schon. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch reden über das Jahr 2003. Comeback nach deinem Motorradunfall zunächst einmal in Adelboden, der Riesenslalom, und dann, glaube ich, zwei Wochen später bereits da wieder auf der Streif. Wie ist er da gegangen eigentlich? Ja, das war ein wunderschönes Erlebnis. War eigentlich wahrscheinlich so das richtig versöhnliche Erlebnis mit der Streif, obwohl das eigentlich 2001 das Double geholt habe. Aber im Endeffekt war das Besondere, dass es ausgeschaut hat, ich kann nicht mehr Rennen fahren. Und dann kommt man daher, 14 Tage später eigentlich, wenn man wieder angefangen hat, und dann gewinnt man diesen Super-G. Ja, es war ein sehr spezieller Moment nach einer da sehr harten Zeit. Ja, diese Bilder, wie du dann auch wirklich feuchte Augen bekommen hast im Ziel, wie der Sieg festgestanden ist, also ich glaube, jeder in Erinnerung, war das für dich so einer wirklich der schönsten, emotionalsten Siege? Das war ein Teil mehr oder Mosaikstein mehr oder Teil mehr von anderen Rennen, was man gewinnen hat können oder was man auch nicht gewonnen hat. Und von dem her macht das irgendwo die Erinnerung so schön, weil einfach so viele verschiedene Sachen vorgefallen sind. Und nicht immer alles sehr einfach gelaufen ist. Und ich glaube, das sind einfach die Momente, die was dann wirklich nicht nur beim Sportler hinten bleiben. Wow! Bravo! Ja, Mann, danke! Danke! Super gefahren! War perfekt, ja, oder? Warst du zufrieden? Ja, ich glaube, mit dir da sogar am Südpol fahren. Ja, es ist einfacher, wenn es vorgeht.